schöner Schlossteich und Kapelle, Wirtschaftsgebäude auch nochmal mit drauf. Schlossbesichtigung mit Georg Günther, 32 Jahre alt und CDU-Bewerber um das Direktmandat für den Wahlkreis Vorpommern-Rügen. Jener Wahlkreis, der seit 30 Jahren Angela Merkel ihr Bundestagsmandat verschafft hat. Das Barockgebäude ist eine große Baustelle, aber genau deshalb präsentiert Günther es. Aus einem richtigen Schmuckstück wird jetzt nochmal ein Diamant geschliffen, kann man wirklich sagen, jetzt hier mit dem Schloss. Verfallenes Schloss, mit Fördermitteln renoviert, wird zum Ausflugsziel in strukturschwacher Region. Davon träumen viele Gemeinden. Georg Günther sieht sich als Kommunalpolitiker durch und durch und auch durch das Schlossprojekt gerüstet für höhere Aufgaben. Der Betriebsfinanzwirt ist hier um die Ecke aufgewachsen und auch in dem Verein aktiv, der sich für die Renovierung des Schlosses einsetzt. Mensch, Uwe, jetzt kommst du noch ins Fernsehen. Grüß dich. Hallo. Feuerwehr, Brandschutzbedarfsplan war ein großes Thema. Und Lokalpolitik und Vereinsarbeit. Mit den Mühen der Ebene hat sich Georg Günther Anerkennung erarbeitet. Jung, dynamisch, gehört hierher. Ja, immer ein freundliches Auftreten und gute Arbeit ja schon ewig. Bloß nicht aussehen wie der Schlossherr, aber auch nicht zu bescheiden. Welches Bild er in der Öffentlichkeit abgibt, ist für Georg Günther angesichts seiner prominenten Vorgängerin noch wichtiger als für Kandidaten in anderen Wahlkreisen. Sicherlich, wie gesagt, es ist eine Ehre für Sie, da auch mit anzutreten. Aber auf der anderen Seite sehe ich mich da als Georg Günther, der da diesen Neuanfang wagt. Nimmst du die Wahl an? Ja, ich nehme die Wahl. Immerhin, Günther hat Rückenwind aus den eigenen Reihen. Auf der Wahlkreismitgliederversammlung erhielt der Vorsitzende der Jungen Union Mecklenburg-Vorpommern als einziger Kandidat 91% der Stimmen. Günthers Vorgängerin wandte sich per Videobotschaft an die Delegierten. Ich werde das alles natürlich mit heißem Herzen verfolgen, so wie mir der Wahlkreis in den vielen Jahren eine politische Heimat geworden ist. Dass Angela Merkel nicht mehr antritt, ist für die CDU in der Region eine Zeitenwende. Die Plakate im CDU-Büro Grimmen fast schon historisch. Merkel hat den Wahlkreis seit 1990 bei jeder Bundestagswahl souverän gewonnen. Zuletzt 2017 mit 44% der Stimmen. Ich bin immer wieder überrascht, wie gut sie informiert ist über verschiedene Sachen. Also wir hatten hier vor einigen Wochen eine größere Demo von Bauern. Und da ging es auch vor allem darum, dass ihr ein Protestschreiben auch ausgehändigt wird. Und da hat sie auch wirklich mit unseren Vertretern vom Bauernverband und so weiter auch kommuniziert und war super informiert. Wegen der Corona-Pandemie gelang die Kür von Günther erst im dritten Anlauf. Der neue Kandidat muss nun zumindest bis zum Sommer einen Wahlkampf auf Abstand führen. Das ist wichtig, dass ich zuhöre, dass ich eben mit den Bürgern ins Gespräch komme, auch wenn das jetzt sicherlich schwierig ist während der Coronavirus-Pandemie, aber vielleicht gibt es auch das ein oder andere digitale Format, wenn das Wetter wieder schöner ist, vielleicht dann auf dem Marktplatz mit ins Gespräch zu kommen mit den Leuten auf Abstand, das ist mir wichtig. Ein längeres persönliches Gespräch mit Dr. Angela Merkel, wie Georg Günther sagt, hat es noch nicht gegeben, ist aber geplant. Alles Schritt für Schritt, wie beim Barockschloss Griebenow. Dort hat Georg Günther schon die nächsten Aufgaben im Blick, etwa den Erhalt dieser Kapelle aus dem 17. Jahrhundert. Dass das ganze Ensemble dann wirklich auch früher oder später dann wirklich wirkt. Georg Günthers wichtigste Etappe heißt Bundestagswahlkampf. Ich hoffe, dass es ein bisschen freundlich ist. Ich mag diese ganzen gestellten Bilder immer nicht so, aber daran muss ich mich jetzt gewöhnen.